Einen sonnigen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier im Labor mit eurem guten Schmendrick. Das bin ich. Ich freue mich, dass ihr dieses Video hier anschaut, wobei der Grund für die Aufnahme dieses Videos vielleicht weniger angenehm ist. Für mich auf jeden Fall nicht. Aber ich muss letztendlich die Infos auch an euch weitergeben und muss euch hier auf dem Laufenden halten. Ne? Das ist so meine Verpflichtung, die ich hier eingegangen bin. Aber bevor ich jetzt zu der ganzen Thematik und zum Videotitel etwas sage, möchte ich mich als allererstes jetzt nochmal bedanken. Bei nämlich dir. Du, der dieses Video jetzt hier gerade schaut. Du hast vielleicht meinen Kanal gerade erst gefunden, vielleicht bist du auch schon seit der ersten Minute dabei, aber egal wann du dazu gekommen bist, ich freue mich, dass du meine Videos geliked hast, dass du abonniert hast und dass du ja regelmäßig quasi deine Labor-Action hier genossen hast, mit verschiedenen Let's Plays, die wir hier uns angeguckt haben, aber auch mit so zwei, drei anderen Videos und natürlich auch bei denjenigen, die im Stream immer mit dabei waren. Ne? Professor Schmendrick, der Twitch-Account, den ich ja auch aktiv, also fast aktiver jetzt ja als YouTube aktuell betreibe. Und auch der Zweitkanal, Schmendrick Uncut, wo auch immer sozusagen die Streams in so kleinen, auseinandergefisselten Bruchstückchen immer wieder hochgekommen sind. Ich bedanke mich für eure ganze Teilnahme, eure Mithilfe und ja, sozusagen die Energie, die ihr mir damit auch gegeben habt, um weiter gerne Videos für euch zu produzieren. Ne? Jeder Kommentar habe ich mich echt extrem drüber gefreut immer. Es war mir immer richtig ein inneres Blumenpflücken, eure Nachrichten zu lesen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wo jetzt quasi der Videotitel gleichzeitig mit dem Bedanken so ein bisschen so eine Symbiose eingeht und die Stimmung ein wenig verändert. Und zwar muss ich, obwohl ich jetzt im Juni schon mal so ein Video gemacht hatte, hier, Juni 2022 hatte ich schon mal so ein Video gemacht, so in der Richtung, da ging es um unsere Geschäftseröffnung. Ich habe mich selbstständig gemacht als Augenoptikermeister mit meinem komplett eigenen Geschäft, welches ich auch natürlich fortan führe, aber was natürlich auch sehr zeitintensiv ist. Und ich wusste von Anfang an, wie zeitintensiv es ist und auch werden wird, aber es ist so, gerade nachdem ich jetzt im März mit der Covid-Geschichte selber zu tun hatte und ich da nicht so glimpflich von weggekommen bin und auch heute noch immer noch die Nachwirkungen spüre davon, bin ich einfach auch körperlich nicht mehr so fit wie zur Anfangszeit, was wiederum auch darin so ein bisschen dann endet, ne, wenn man so ein bisschen dem Faden folgt, dass ich auch deswegen unter anderem mit den Videos nicht mehr unbedingt hinterherkomme. Denn natürlich, das Geschäft frisst viel Zeit, Energie, Konzentration und auch Herzblut von mir. Und ich habe wahnsinnig gern immer die Videos gemacht. Ich habe das wirklich geliebt, für diese Videos diese Energie reinzusetzen, auch für den Schnitt. Und dass wir hier auch mal ein bisschen was anderes als 0815 Casual Let's Play Kanal aus dem Boden stampfen, von denen es schon 500 Millionen irgendwo gibt. Und ich wollte halt immer was Besonderes machen draus, aber ich merke einfach jetzt gerade, dass ich dazu körperlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht imstande bin. Ich kann nicht die Videos so liefern, das habt ihr jetzt gemerkt, es kam immer mal wieder Golden Sun jetzt, aber Golden Sun ist schnell produziert, wisst ihr, ne? Das ist easy. Aber sowas wie Enter the Gungeon oder Minecraft, was wirklich viel Feinarbeit ist und wie gesagt, ich habe einen hohen Anspruch auf meine Videos, was jetzt das Schneiden angeht und weil ich das halt alles komplett selber mache und das ja natürlich zeitintensiv ist, ist es nicht vereinbar zum jetzigen Zeitpunkt, wisst ihr? Und deswegen werde ich jetzt eine auf undefinierte Zeit bestimmte Pause einlegen müssen. Ich hatte, wie gesagt, im Juni das Video gemacht, Take a Break. Und jetzt haben wir quasi Take a Break 2.0. Und es ist mir sehr schwer gefallen, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich bin jemand, der, und das gerade die im Stream immer dabei waren, wir haben uns so viel über diese ganzen Thematiken schon unterhalten, ihr wisst darüber Bescheid. Wir haben uns so viel darüber unterhalten, ich bin so ein Mann der Tat. Das heißt, wenn ich was sage, dann will ich das auch durchziehen. Und gerne auch um jeden Preis. Aber ich kann euch nicht versprechen, regelmäßig hier Videos zu liefern und dann damit nicht um die Ecke kommen. Das finde ich zum Kotzen.
ihr habt davon nichts und am Ende sind wir alle enttäuscht und ich bin der Arsch. Und da hat keiner Bock drauf. Also ich nicht. Sorry. Aber das bedeutet jetzt für uns, für dich, für mich, für euch alle da draußen. Ich spiele immer mit dem Stift rum, ich weiß gar nicht warum. Das bedeutet für uns jetzt alle, dass ich mich natürlich freue, wenn ihr weiter immer mal wieder auf die Social-Media-Kanäle mal guckt oder mal ne, vielleicht hier vielleicht auch nochmal ein oder zwei Videos guckt, um das so ein bisschen in Erinnerung zu behalten. Aber ich werde im Laufe der nächsten Wochen, Monate hier nichts machen können. Schaffe ich gerade nicht. Und so ehrlich muss ich auch mit euch sein, denn ehrlich auf dem YouTube-Kanal sein, das tun die wenigsten. Ich gebe mir wenigstens Mühe. Und deswegen, auch wie gesagt, das fällt mir schwer, muss ich sagen, aber ich muss diese Entscheidung treffen. Das ist einfach das Realistischste. Ich muss mich jetzt gerade wirklich auf den Laden, auf das Geschäft konzentrieren, um da, sagen wir, den bestmöglichen Aufbau zu gewährleisten, dass ich halt wirklich den geilsten Start reinkriege. Und auch hier, vielleicht darf ich euch darum bitten, könntet ihr mich unterstützen? Ich habe in der Videobeschreibung mal einen Link gepackt mit den Social-Media-Kanälen, auch vom Geschäft. Und vielleicht mag der ein oder andere ja auch dort nochmal so ein bisschen reinpushen und versuchen, die Seite ein bisschen mehr publik zu machen, um mich noch ein bisschen da rein zu fördern. Vielleicht mag der ein oder andere das ja mit unterstützen. Es wird vielleicht, ich weiß nicht wann, die Zeit kommen, wo ich wieder regelmäßiger in gewissen Abständen wieder die Videos euch hochladen kann. Aber wenn jetzt mal ein Video kommen sollte, dann ist das wirklich wahrscheinlich so ein kleiner One-Shot, den ich gerade zwischendrin mal anfertigen konnte. Und das war es eigentlich auch schon von mir. Ne? Eigentlich bleibt gar nicht viel zu sagen dazu. Es ist mir wichtig, dass ihr wisst, dass ich das sehr genossen habe, euch hier Videos zu produzieren und dass es mir auch schwerfällt, das Ganze jetzt erstmal sein lassen zu müssen. Aber es ist jetzt so erstmal richtig und ihr wisst auf jeden Fall Bescheid. Alles klar. Ich würde sagen, danke für die schöne Zeit und lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Und vielleicht sehen wir uns ja, du und ich, bald hier auf dem Kanal mal wieder. Oder auf Twitch. Also im Zweifelsfall ruhig den Follow da lassen, für den Fall, dass dann doch mal die E-Mail kommt. Alles klar. Schwendrick out. Ciao.